Moin Morgen Menschen mit Gartz, wir sind wieder im Potato und wir wollen diesmal den Fernkämpfer versuchen. Also endlich mal weg von dem ganzen Nahkampf und wir wollen mal ein bisschen rumballern. Los geht's nach dem Intro. So, Fernkämpfer, der hat plus 50 Reichweite. Ich beginne mit einer Pistole. Das mit einer Pistole Fernkampfschadenmodifikation. Achso, das ist ein bisschen komisch abgeschnitten. Werden um 50% erhöht. Du kannst keine Nahkampfwaffen dafür aber ausrüsten. Maximale Lebenspunkte Modifikationen werden auch noch um 25% verringert. Also der kriegt weniger Treffer, hat aber halt Reichweite und ja, Fernkampfschaden. Damit fängt er also an. Was macht der Schredder? Durchschlag 3. Projektile haben eine Chance von 50% beim Auftreffen zu explodieren. Das klingt geil, wenn dann nachher Gruppen kommen. Was macht die Laserwaffe? Hat auch einen Durchschlag. Der macht aber weniger Schaden, der Durchschlag. Das heißt, die 400% hier hinten. Ist das die mögliche Crit-Chance? Abklingzeit 2,15 Sekunden. Die Schießzeit ist langsam, ja. Wir schießen sie halt durch. Ich fange durch mit dem Schredder an. Ja, wir nehmen den Schredder. So, weggeschreddert hier. Alles wird weggeschreddert. Die Pistole ist jetzt ein bisschen störend. Ich würde gerne sehen, wie die Explosion aussieht. Vor allem mit diesem Auge da. Aber. Ich wollte gucken, ob er den noch rechtzeitig abschießt. Aber die Schusszeit ist einfach ultimativ langsam. Also die Frequenz. Reichweite brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Lebenspunkte, wenn ich jetzt das hier nehme, müsste ich jetzt weniger kriegen. Also müsste ich nur 2 Treffer dazu bekommen. Ich nehme dann lieber die Reichweite. So, da haben wir eine Laserwaffe. Da haben wir eine Schrotflinte. Das brauchen wir nicht. Das Angriffstempo, Reichweite. Doch, das nehmen wir mit. Also, wenn wir können. So, jetzt haben wir schon mal 4 Waffen. Und zwar ziemlich unterschiedliche. Und trotzdem alles Fernkampf, optimal. Seien die Schrotflinte zählt nicht als Fernkampf. Aber ich denke doch. Weil mit der Schuriken war ja auch ein bisschen merkwürdig beim letzten Mal. Lololo, wir gehen ja einfach spazieren. Eigentlich kann ich auch stehen bleiben, oder? Ich glaube, das ist so richtig einer, der könnte auch diese Blocks reinkriegen, dass er, wenn er jemanden abschießt, also wenn er stehen bleibt, einfach immer mehr Schaden macht. Crit, Tempo, Lebensentzug, Schaden. Lebensentzug bin ich auch noch nie richtig gegangen, aber ich nehme erstmal Schaden, bevor ich richtig weiß, was ich haben will. So, hier wollen wir eigentlich alles 3 haben, können wir uns nicht leisten, sondern nur 1, verdammte Scheiße. Dann sperren wir die anderen beiden und das wollen wir eigentlich auch. Minus 10% Schaden ist halt scheiße. Na, wir sperren es jetzt trotzdem mal. Ich brauche halt Geld, verdammte Scheiße. Ich habe so wenig eingesammelt, obwohl er sammelt am Ende alles automatisch ein. Ich weiß gar nicht, warum sammelt man das überhaupt ein im Match? Ist das nur wegen irgendwelchen Waffen, die den Boni bringen? Oder bringt das jetzt doppelt, weil das jetzt mal 2 steht? Also wenn ich das selbst einsammle, bringt das mal 2 und... Nee, auch nicht. Oder ist das, weil es mir noch Erfahrung bringt und wenn das nur so reingeht, bringt es mir keine Erfahrung? Gute Frage, nächste Frage. Angriffstempo. Ja, nehmen wir Angriffstempo. So, wir klatschen uns jetzt die Schrotflinte hier rein und das. Dann haben wir bloß noch eine gesperrte Sache. Den Affen wollen wir nicht. Also, weiter geht's. Jetzt habe ich hier so eine Teddybärennase oder was? Habe ich die jetzt wirklich gerade kassiert? Achso, ja, durch den Gummibärserker. Gummibärserker. Aha. Oh, diese Wortwitze. Einfach nur schlecht. Boom. Alle weg. Also gegen die Kleinen ist er gerade ultimativ. Da einfach alles weg durch den Schredder, glaube ich. Der ja irgendwie zu einem gewissen Prozentsatz Explosionsschaden macht. Wäre natürlich geil, den jetzt mit einem Raketenwerfer oder so Explosionswaffen geben. Damit er noch mehr heftigen Scheiß machen kann. Reichweite? Mehr Schaden? Ich weiß gar nicht, wie die Reichweite sich hier auswirkt. Wie groß ist sie denn? Ach, wir nehmen Schaden. Angriffstempo. Steampistole. Ne, die will ich. Da ist das. 25% Angriffstempo, wenn du dich nicht bewegst. Dafür bin ich insgesamt aber langsamer.
Gar nicht so dumm, weil der ja... Ich muss mit ihm ja gar nicht so viel laufen bisher. Ich teste das mal. Komm. Was haben wir denn zu verlieren? Wir bleiben einfach stehen. Oh, ich nehme mich mal zurück. Komm mal, was zu trinken einkippen. Lalalala. Ist zu wenig Treffer, habe ich, glaube ich. 11 Treffer aus erwischt. So, wir gehen mal ein bisschen einsammeln. Echt langsam, ach Scheiße. Das hindert natürlich jetzt auch am Einsammeln. Das ist schon ein sehr spezieller Stil, wenn man so langsam sein will. Oder so langsam ist. Ich habe halt auch so pervers wenig Treffer. Hm. Könnte kacke werden, wenn ich ein, zwei Schuss abkriege, bin ich weg. Hm. Wir kombinieren die Schrotflinten. Nehmen den Raketenwerfer. Ich habe einfach zu wenig Geld. Ich brauche irgendwie mehr Ernte. Bin ich natürlich auch so ultimativ langsam. Nehme ich den Schredder auch schon mal zusammen? Nee, weil dann sinkt meine Reichweite und alles. Nee, das lassen wir, glaube ich, erstmal noch. Pistole will ich eigentlich gar nicht mehr haben. Na, wo stehen wir denn jetzt? Ich will einfach hinstellen, der Raketenwerfer macht den Rest. Hätte sie einfach nichts ankommen. Guck mal, die Reichweite reicht doch vollkommen aus. Der schießt doch die schon am anderen Ende der Map an. Was bringt es mir denn jetzt, wenn ich noch höhere Reichweite habe? Die spawnen wir jetzt sowieso nicht weiter weg. Und umso mehr es werden, umso mehr macht meiner doch sowieso bloß. Ja, was soll ich sagen? Umso mehr kommen die ran. Das heißt, dann ist die Reichweite ja noch weniger nützlich. Ich frage mich, ob er wirklich schneller schießt, wenn ich stehen bleibe. Jetzt schieße ich irgendwie in dem Tempo, wenn ich stehen bleibe. Da fällt ja nicht so richtig der Unterschied auf. Noch mehr Schaden. So, denn. Oh, eine Laserwaffe, noch geilere. Dafür haben wir eine andere. Ja, warte, wir packen die beide jetzt zusammen. Wir kaufen uns erstmal die Laserwaffe, damit die erstmal safe ist. Dann verkaufen wir die Pistole. Und können uns die trotzdem noch nicht leisten, weil ich nicht aufs Geld geachtet habe. Die Laserwaffe ist halt auch kacke eigentlich. Wie viel bringt denn die? Auch nur 7 Tanken. Das reicht halt immer noch nicht. Den Zeug kann ich nicht verkaufen. Das Zeug kann ich nicht verkaufen. Die Frage, ob ich die Reichweite denn noch haben will. Ja doch, die lassen wir mal einfach noch immer drin. Komm, wir brauchen einfach nur Geld. Es liegt nur am Geld. Ah hier, der Laserschuss ist schon witzig. Vorstelle einfach mal nur die gleiche Waffe zu haben. So, ich weiß nicht, 6 Raketenwerfer oder sowas. Das ist auch sehr, sehr interessant. Mich würde interessieren. Oh, das war fast mein Tod schon. Ein Schlepper. Halt doch noch irgendwie ausweichen. Ja, ich glaube, der Perk mit dem langsamer sein ist nur gut, wenn man den ausgleichen kann. Der Raketenwerfer räumt halt immer ordentlich weg. Der schafft immer schön Platz. Komm, Pause weg, Pause weg. Ja, perfekt. So, noch mehr Fernkampfschaden. Ja, nehmen wir mit. Es wird dann 0815 Schrot. Wir nehmen jetzt die Pistole, wir nehmen das Magazin, wir nehmen die Brille. Hm. Die Schrot sperren wir uns einfach mal und warten ab, was nächste Wetter so von zukommt. Oh, jetzt kommen die Dicken, aber die kommen auch nicht richtig ran. Und immer so Stop and Go so ein bisschen. Ich weiß ja gar nicht, wie schnell triggert denn das, also wie schnell ist denn das, dass meiner schneller schießen soll. Sobald ich stehen bleibe? Oder muss ich 3 Sekunden stehen bleiben? Wow. Oh Gott, das war richtig schlecht. Ich habe ganz kurz nach oben geguckt, um meine Erfahrung, und der war schon weg. Das war zumindest nicht optimal. Nun gut. Dann ist dem so. Ich mache es jetzt nicht nochmal. Ich will immer den Ersteindruck von dem Charakter quasi für mich selbst auch erleben.
Ja, mein Tempo. Ich glaube, das war mein Problem. Nun gut. Trotzdem, egal. Scheiß drauf. Bis zum nächsten Mal. Wir haben ja trotzdem Laune. Macht ja trotzdem Laune, das Spiel. Also, bis dann. Ciao, ciao.